Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler da draußen hier, zurück zu Valheim. Ja, das hier ist die Bude, die ich da gebaut habe in diesem kleinen Video. Und ich habe einfach gedacht, komm, wir springen jetzt einfach mal direkt rein, denn wir wollen ja schließlich auch mal in diesem Spiel ein bisschen was erleben. Und damit habe ich quasi mehr oder weniger jetzt hier schon diese etwas langwierige Bauzeit hoffentlich abgekürzt bzw. übersprungen. Es ist jetzt kein Meisterwerk, dieses Gebäude, aber es ist... Ich komme da einfach nicht rein und raus. Das Eigenheim, das ich mir selber geschustert habe. Und ich möchte jetzt eigentlich demnächst mal anfangen, nicht mit Hugin zu reden, sondern ich möchte mal überlegen, was ich hier alles so bauen kann. Ne? Ich kann theoretisch hier auch noch verschiedene Klamotten machen. Ich möchte gerne meinen Pfeil und Bogen hier mal so ein bisschen besser ausstatten. Und warte mal, ich habe doch das da alles hier fröhlich genau hier rüber gepackt. Ich brauche Holz und ich brauche Stein. Glaube ich, wenn ich mir Pfeile machen will. Genau. Aber ich kann mir noch keine Pfeile machen, weil ich brauche dafür Federn und ich brauche Feuerstein, keine normalen Steine. Für einen Bogen brauche ich Lederreste. Und es gibt auch noch hier diverseste andere Dinge, wie man sieht, ne? Also Speere und so, Feuerstein, Speer. Ich muss also tatsächlich wieder raus und doch noch Dinge sammeln. Ich muss Feuersteine sammeln gehen. Okay, ich habe ein paar Federn. Das sind jetzt nicht allzu viele. Aber warte mal, ich habe ja schon hier davon ein bisschen was. Okay, ich habe 30 Feuersteine. Ne? Das sind so Sachen, die sammelt man halt so in der Zeit einfach mal ein. Ich habe auch mitbekommen, dass der ein oder andere von euch sich wünschen würde, dass ich hier quasi einen Community-Server mache. Das kann ich aber momentan absolut nicht versprechen. Denn, ich möchte erstmal beobachten, quasi wie insgesamt sozusagen die Performance der, also der Videos von Valheim sind. Bis jetzt sind sie aufgrund der Tatsache, dass wahrscheinlich einfach wirklich jeder Valheim-Videos macht, schlicht und ergreifend nicht so gut. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal Valheim nochmal so ein bisschen die Chance. Ich bin halt ein bisschen zu spät eingestiegen und das sorgt halt letzten Endes dafür, dass halt viele, viele Leute schon woanders gucken. So, das ist jetzt hier der Speer. Das ist mein allererster Speer. Mal gucken, was man mit dem machen kann. Ah, okay, einfach so zustechen. Okay, ja, ich probiere den Kollegen jetzt halt einfach mal aus, ne? Jetzt, wo ich keine Angst mehr haben muss vor Bäumen, werde ich mich jetzt hier erstmal um andere Dinge kümmern. Oh, was haben wir denn da unten? Ein Hirschelein oder ein Reh? Ich bin mir nicht ganz sicher. Komm, komm, komm. Dich kriege ich. Ah, ich krieg dich doch nicht. Ich muss dich einfach nur in die Enge treiben. Dann habe ich dich. So, irgendwo kannst du jetzt hier dann nicht mehr raus. Oh. Hab ich dich, na also. Und was ist jetzt los? Ich hab's doch noch gekriegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben tatsächlich mal was erlegt. Die Frage ist bloß, was mache ich jetzt damit, ne? Ich brauche ja eigentlich noch mehr Feuerstein, um noch mehr Items hier zu craften. Und ich weiß, ich sollte dann eigentlich immer mal auch mal den ersten Boss erlegen. So, gucken wir mal ganz, ganz kurz da rein. Also hier geht momentan nicht so viel. Ich habe auch schon mal eine Feuerstein-Axt gemacht. Ich kann das eigentlich jetzt hier erstmal alles hier nochmal reparieren, ne? Das ist ja das Schöne daran, dass es hier so einfach so geht. Dinge upgraden würde theoretisch auch... Ich kann den Feuerstein-Speer upgraden. Aber das geht noch nicht. Fehlende Voraussetzung. Was fehlt denn dafür? Ausbaustufe. Kann das sein, dass ich dafür erst diesen ersten Boss legen muss? Ich habe so ein Gefühl, dass es so ist. Was brauche ich denn? Ich bin übrigens immer noch der Hosenlose, ne? Ich brauche hier noch mehr Leder. Zwei Leder habe ich jetzt. Ach nee, das sind meine zwei Klamotten. Ja, ich habe aus irgendeinem dummen Grund zerlumpte Hemden hergestellt. Mehrere. Fragt bitte nicht, warum. Es hat sich so ergeben. So, wir haben Hirschfelle, Lederreste. Habe ich nochmal hier so ein Geweih, von dem ich momentan immer noch nicht so recht weiß, was ich davon zu halten habe. Das hier, genau, kann ich auch noch brutzeln gleich. Das hier geht nicht. Ich lasse das jetzt hier gerade eben alles nochmal da. Ne?
momentan gibt es keinen Grund, warum ich das hier alles mit mir rumschleppen müsste. Ach, jetzt habe ich mein... Ach, Moment. Ich muss das Hemd im Inventar haben, um es anzuziehen? Tatsache. Das war mir noch nicht ganz klar. Okay. Ich hänge jetzt mal hier kurz mal diese zwei Dinger daran. Das ist übrigens mein Kamin, ne? Mein ganzer Stolz hier in der Bude. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis das jetzt hier fertig gebrutzelt ist und dann können wir rausgehen. Irgendwann mal müsste es dann zischen. Ne? Das ist noch nicht fertig, wie man sehen kann. Jetzt. Genau. Und jetzt können wir wieder gehen. Das ist so eine Nixe. Ich weiß nicht, was ich von der Nixe zu halten habe. Jetzt rede ich denn doch mal mit ihm. Was hat er denn zu erzählen? Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungsmauern aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Richtung einer Werkbank. Ja, das habe ich schon gemacht. Mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Ja, was er mir verschweigt ist, dass die Dinger feige sind und ein Dach und einen Schutz wollen und so, ne? Die wollen auch noch eine Lebensversicherung. Weil sie sich sonst nicht raustrauen. Eieiei, komm. Fast, fast, fast. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ah, ich brauche noch mehr Leder. Ich muss ihn in die Ecke treiben. Den Hirsch. Den habe ich erwischt, aber den wollte ich gar nicht. Ja, Pfeil und Bogen wäre halt cool, ne? Wobei ich zugeben muss, dass ich noch nicht herausgefunden habe, wodurch ich am Ende überhaupt Dingens bekomme. Federn. Also ich habe schon mal Federn gefunden, aber ich hatte den Eindruck, die fielen einfach so aus dem Baum, den ich umgelegt hatte. Deswegen ist das für mich momentan so ein... So eine abschreckende Sache. Es wirkt auf mich sehr abschreckend, diese Bäume zu attackieren. Aus hoffentlich bekannten Gründen. Da drüben hat es mal ein Wildschwein. Ich meine, ich könnte jetzt auch nochmal versuchen, hier solche Sachen hier anzugreifen. Aber wirklich was bringen tut es ihm eigentlich nichts. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Suche. Ne? Ich habe hier bis jetzt das Gebiet eigentlich noch kaum irgendwie verlassen. Aber die Gegner sind relativ leicht zu besiegen. Bis jetzt zumindest. Aber ich weiß, dass es Bosse gibt. Ich glaube, die haben es dann deutlich mehr in sich. Hier liegt wieder Baumaas rum. Bereits totes, ungefährliches Gebaumse. Okay. Oh, diese Tiefenunschärfe finde ich irgendwie irritierend. So, was ist denn das da hinten? Das sieht ja aus wie ein Gebäude. Das kenne ich noch nicht und das habe ich nicht gebaut. Schauen wir es uns mal näher an. Ich bin mal fast so weit gelaufen, aber nie ganz so weit. Was ist das hier? Also wie gesagt, ich gehe völlig jungfräulich an das Spiel jetzt hier gerade eben ran. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier wird. Hallo? Uah! Ach, das sind Bienen! Na toll! Ja, das habe ich gekonnt, ey. Mich jetzt hier gleich mal von Bienen stechen zu lassen. Ja, und was mache ich jetzt hier mit dem Teil? Ich kann da rein. Kann ich hier Sachen auseinandernehmen? Das ist hier nicht möglich, sagt das Spiel. Okay, kann ich das hier einfach abreißen? Da brauche ich eine Handwerksstation. Aha! Das ist ja mal spannend. Also ich hätte das hier reparieren können. Was kann ich damit machen? Aua, aua, aua! Wieder böse, böse Bienen! Ich versuche wieder dagegen zu heilen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht funktioniert mit dem Speer. Ich treffe das Ding da oben einfach nicht. Okay, ich hab's gelernt. Ich hab's gelernt, Spiel. Wir werden es nicht wieder tun fürs Erste. Es ist einfach nur gerade eben so der Try-and-Error-Moment gewesen.
Okay, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Steine. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich früher nicht so sehr durch diesen Wald gerannt. Oh Gott, ich habe so viel Zeit verbraucht, um diese Steine im Wald zu finden. Und hier liegen die im Dutzend billiger rum. Not so bad, wenn man es weiß. Okay. Ach, jetzt rede ich nochmal mit dem Hugin. Ich will, dass er irgendwann mal verschwindet. Dieses Werkzeug wird landwirtschaftlich verwendet. Man könnte sagen, dass es sich in einem Hammer perfekt ergänzt. Die Hacke, ja, ja. Okay, er will mir was von der Hacke erzählen. Er erzählt mir die Geschichte von der Hacke. Ich habe ihn wirklich ewig ignoriert, ey. Ein leckeres Häppchen. Ja, ja, Essen und Gesundheit. Habe ich alles schon rausgekriegt. Was ist das? Das könnte einer dieser Steine sein, von denen ich gehört habe, die man lesen soll. Einer davon soll er mir erzählen, wo der Boss ist. Was steht da drauf? Dort, wo das Gras am Boden wächst und wo der Himmel hoch oben blau ist, wird immer ein Kamin und zu Hause sein. Wow, das ist ein Spruch wie: Und nachts ist es kälter als draußen. Das war ja mal eine Pseudo-Weisheit, ey. Und dafür haben die diesen Stein. Man stelle sich das mal vor, ne? Diese Typen, die diesen Stein hier aufgestellt und bearbeitet haben. Und dann schreiben die diesen Text da drauf. Du musst sehr viel Humor haben oder sehr bescheuert sein, wenn du dir diese Mühe machst. Hui. Das ist mein erster Sturm, ey. Ich habe noch keinen Sturm erlebt. Warte mal, ich könnte jetzt eigentlich mal so eine Himbeere essen. Denn ich kann ja immer nur eins essen. Ne? Unten links zeigt ja quasi die Limitierung des Essens an. Gespannt, ob ich irgendwann mal was finde. Also wie gesagt, ich will euch gerade mal meine Map zeigen. Ne? Meine Welt ist noch nicht so mega groß. Ich möchte sie jetzt hier so ein bisschen vergrößern. Vielleicht finde ich ja noch mal irgendwelche Ruinen oder so. Wie eben. Wow. Sah fast aus, als ob er den Hugin angreifen wollte. Aber das ist mein Hugin. Den darf nur ich hauen. Oh, was ist das denn? Erstmal rede ich nochmal mit ihm. Das sieht aus wie ein Ritualplatz. Was ist in deinen Taschen? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Ja, ja, ja. Holz und Stein, schon klar. Was ist das? Sei gegrüßt, Krieger. Jage seine Nachkommen. Ah! Ich weiß, was los ist, Leute. Ich muss wahrscheinlich die Hirsche jagen. Und dann kommt so ein Hirschboss. Ich habe schon mal ein Video gesehen, wie so ein Hirschboss bekämpft wird. Das war eher tatsächlich zufällig. Also das war so ein Review-Video, ich glaube, von Game 2 oder so. Oder war es von der GameStar? Ich weiß es nicht. Von einem von beiden auf jeden Fall. Da hat man diesen Hirschboss gesehen. Und jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss also aktiv Hirsche jagen. Also die mit Geweih. Deswegen hatte der auch vorhin so einen Stern dran. Und dann kann ich wahrscheinlich Progress machen, ist so meine Vermutung. Na, ich sammle einfach schon mal ein paar Steine ein. Das Problem ist bloß für mich, dass ich immer noch nicht weiß, wo ich Federn herbekomme. Eventuell sollte ich da nochmal drüber nachdenken. Oh, was war denn das? Rascheln. So random rascheln sorgt bei mir normalerweise für harte Panikreaktionen in solchen Spielen. Genau das ist das, was ich meine. So, ich guck mal, ob ich hier nochmal ein paar kleine Buchen auseinandernehmen kann. Aber ich glaube nicht, dass da Federn raus entstehen. Kann man eigentlich sehen, in welchem Baum eventuell Federn sich befinden? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe Grund, mir Sorgen zu machen. Und weglaufen! Ich habe gelernt, meilenweit wegzurennen, Leute. Man sieht's vielleicht.
Ich weiß es nicht, was er alles hier erschlagen hat, aber er ist weg. Er ist einfach weg. Was? Ey, die Geschichte der Ninja-Bäume geht weiter. Nee, warte mal, er ist hier. Der Baum ist hier. Sollte mal ein bisschen aufpassen, ne? Der fällt jetzt hier auch irgendwie um. Fällt den nächsten Baum. Nicht treffen lassen. Ich meine, ich brauche eigentlich gar kein Holz, ne? Ich will ja eigentlich nur gucken, ob dadurch irgendwie Federn herauskommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Machen wir hier ein bisschen Licht an, dass ihr wenigstens meinen Charakter hier seht. Okay. Ja, also ich habe jetzt hier nochmal eine ganze Menge an Holz, aber dieses Holz bringt mir halt nichts, ne? Das ist nicht, weswegen wir da sind. Da ist wieder nur ein ganz, ganz normales Hirschelein, ein Hirschkuh. Ich brauche aber diese harten männlichen Typen da, diese Platzhirsche. Dann ahne ich, dass ich da wahrscheinlich dann von denen dann irgendwie, keine Ahnung, 8 Items abliefern muss. Das ist nur so ein Gefühl. Wissen tue ich es nicht. Also ich rate mich jetzt hier gerade eben voran. Ne? Ich spoilere mich bei solchen Spielen absichtlich nicht. Dann ist es für mich spannender und ihr könnt mitfiebern und sagen, oh Merp, hättest du doch bloß dieses und jenes getan. Das ist doch so klar, wenn man es schon mal gemacht hat. Ja, ich hab's ja noch nicht. Ihr seht, ich bin sehr, sehr gut im Sprinten. Ich könnte was zu essen vertragen. Ja gut, dann hauen wir mal was rein. Nom nom nom. Ein lecker Stück Fleisch. Ja, ich fange an zu frieren, ich weiß. Cool, es wird schon wieder Nacht. Da bin ich gut drin, nachts unterwegs zu sein. Die meisten meiner Aufnahmen fanden ja auch nachts statt. Nicht, weil ich das irgendwie wollte, sondern weil gefühlt das Spiel aus 75% Nacht besteht. Auch wenn es nur gefühlt ist. Nur mal ein paar Himbeeren mit. Nom nom nom. Nimm den hier auch noch mit. Das ist wieder ein größerer Fels. Vielleicht muss ich auch die Nixen angreifen, aber es würde mich wundern, wenn die Nixen hier Federn haben. Ich würde ja eigentlich erwarten, dass es irgendwie ein Federvieh ist, was Federn hat. Hallo? Ich muss kurz noch warten, bis ich Ausdauer habe. Hallo? Ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Und nochmal erwischt. Und. Ah, ich muss kurz warten, ey. Keine Ausdauer, das ist das Problem. Sag mal, der rennt im Kreis, ey. Hallo? Jetzt habe ich ihn. Ey, ist halt das Problem, wenn du keine Ausdauer hast, ne? Das klingt so, als ob da unten irgendwas Schaden macht. Ich weiß, es ist auch Was ist denn das? Ein Pilz? Ich glaube, Pilz kann man auch essen. Oh! Was? Was ist denn das? Ich glaube, dass ein Speer nicht die beste Wahl ist gegen ein Skelett. Der backt da rum. Was ist denn von dem Skelett zu erwarten hier? Ich treff's halt nicht, ne? Sag mal. Ich geh mal auf die andere Seite, vielleicht treff ich's da. Au! Was war denn das gerade? Ich weiß es nicht. Okay, er kann mich treffen, ich es nicht. Ich finde das voll fair. Warte mal ganz, ganz kurz. Ich will kurz nochmal diesen Pilz da mal essen. Vielleicht heile ich dann nochmal ein bisschen schneller. Ist nicht gerade hilfreich, dass der da rumbackt. Au. Ja, cool ist das nicht, Leute. Gerade eben wurde gespeichert. Ich warte mal ganz kurz.
ich komme halt nicht an den Kerl ran, ne? Das ist gerade das Problem. Und ich glaube, der ist was Besonderes. Aber er backt zum Glück in seinem, nennen wir es mal, Grab rum. Vielleicht soll ich später wieder kommen. Bin mir nicht ganz sicher, was ich hier gerade tun soll. Außer natürlich nicht sterben. Das wäre fatal. Er greift hier das Ding immer noch an. Ich treffe ihn halt nicht, ne? So kriege ich ihn auf Dauer. Indem ich den Schlag baite. Komm her. Komm her. Getroffen. 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 Nicht getroffen. Er ist halt auf der falschen Seite. Komm her. Oh, meine Fackel ist weg. Das ist nicht gut. Nochmal getroffen. Komm schon, du blödes Vieh. Das ist bestimmt eine tolle Belohnung für mich parat. Na? Ich treff's halt nicht. Das ist das Problem. Yes! Ich habe tatsächlich irgendwelche Knochenfragmente bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich von diesem Laden hier zu halten habe, aber ich merke mir mal seine Position. Da ist mein Haus. Also in diese Richtung. Könnte schon wieder was zum Essen vertragen. Ey, Spiel, ey. Du machst mich hier zu einem verfressenen Wikinger, weißt du das? Wir gehen jetzt einfach mal. Also ich weiß jetzt grob, wo das war. Aber ich möchte jetzt hier in diesem Sturm und in dieser Dunkelheit halt ungern hier bleiben. Natürlich sehe ich wieder mal nichts. Was bist du denn schon wieder? Eine Nixe, au. Ich muss kurz mal warten, bis ich wieder Ausdauer habe. Ich renne zu viel, Leute. Ich renne zu viel. Au! Ich renne zu viel. So, aber diese Nixen halten halt auch echt nichts aus. Habe ich irgendwas gesammelt, was irgendwie wertvoll ist? Nicht, dass ich wüsste. Wir gehen mal weiter. Ich brauche mehr Fackeln, das habe ich gelernt. Und ich sollte dringend nicht bei diesem Wetter draußen sein. Kommt schon wieder so ein komischer Gräuling da an. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Bin mir aber nicht sicher. Doch, da hinten ist mein Haus. Gut. Erstmal wieder hinfinden, ey. Okay, also wir wissen jetzt, dass wir was jagen müssen, Leute. Und ich mach's jetzt mal so, ne? Wie gesagt, normalerweise spoilere ich mich nicht. Aber eine Sache werde ich mich jetzt spoilern, und zwar, ich möchte herausfinden, wo ich Federn herbekomme. Das ist das Einzige, was ich jetzt für die nächste Folge mir noch versuche herauszufinden. So, wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal kurz mal ausruhen an der Stelle. Wir legen uns auch kurz mal hin. Und damit verabschiede ich mich von euch, liebe Leute. Ihr seht, die Folgen werden kurz und knackig. Macht's gut, schöne Zeit. Oh. 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 Das ist ja mal interessant gewesen. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Ja dann. Tschüss, Nadi.